Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch grüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr am Start seid. Heute mal wieder mit einer Runde Talon. Den dürfen wir ja tatsächlich nicht vergessen. Haben ja ein paar interessante Gegner am Start. Wir spielen gegen Qiyana. Hier wurde auch schon geschrieben Smurfs. Ich weiß nicht, wurde hier jemand gepinkt? Wer hier der Smurf ist? Zilean Tristana. Okay, Zilean Tristana könnten Smurfs sein. Das heißt, wir haben uns heute als Ziel hier mal genommen, mal denen zu zeigen, was hier tatsächlich Sache ist. Wer hier die Blades gepachtet hat. Vermutlich ich. Ja, wir spielen gegen Qiyana. Ich glaube, ich habe noch nie Talon gegen Qiyana gespielt in meinem Leben. Bei Qiyana weiß ich immer so, sie kann sich nicht heilen. Das heißt, was weg ist, ist weg. Merkt euch das. Was weg ist, ist weg. Aber wenn sie euch berührt, seid ihr weg. Das ist im Prinzip Qiyana. So weiß ich, wie sie funktioniert ungefähr. Ich habe jetzt mal wieder Scorch ausgetauscht, wobei es in diesem Matchup wahrscheinlich sehr, sehr gut gewesen wäre. Aber habe Scorch rausgetan und habe Gathering Storm reingenommen. Und wir machen jetzt hier einen oder vielleicht doch keinen Abfahrt, schade. Wäre cool geworden. Was hat sie denn jetzt? Sie hat jetzt wahrscheinlich E und Q geskillt. Deswegen kriegt sie jetzt erstmal eine Q. Zack. Und eine W. Zack. Gar nicht so schlecht, aber... Ja, nee. Nee, man muss nicht immer overtriben. You don't have to overtribe. Wir müssen natürlich auf Elisel Schniesel aufpassen. Die wird hier unten gepinkt. Kann sein, dass ich jetzt genau in sie reinlaufe. Nein. So, wir könnten jetzt einfach... wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir machen eine W und treffen. Wir töten Elise, was vielleicht auch cool ist. Vor allem, weil Botlane schon move. Sieht nach einem Tree-Kill aus, tatsächlich. Wir machen... Q. Oh! Ein Assist wäre richtig lecker gewesen. Vor allem verlieren wir jetzt Kano richtig viel XP. Sie ist Level 3 und Reddit sagt mir irgendwas über Monster Hunter. Schade, Marmelade. Aber es ist nicht schlecht. Also man kann sich jetzt nicht beschweren. Es ist nicht schlecht, aber gut. Ja, das heißt, hier machen wir erstmal definitiv... Warten wir, dass wir eine schöne W auf sie drauf kriegen. Eine richtig schöne W. Jetzt zum Beispiel. Ah, ich hätte... Sie ist aber tot. Ja. Schön. Gesehen, genommen, Leute. Das ist das GG-System. Gesehen und genommen. Es gibt ja im Prinzip auch das System, dass man sagt, ne... Man muss geben und gegeben werden. Also ich habe ihr quasi Ignite gegeben und sie hat mir einen Kill gegeben. Also, so besteht das, so funktioniert das Leben einfach. Da sollte man immer drauf achten, dass so ein grundsätzlicher Leitsatz. Ja, keine Ahnung, sie ist übel explodiert. Noch besser gerade wäre gewesen, das habe ich leider nicht ganz gemacht. Auto-Attack, Q-Auto-Attack. Ich habe gerade nur Q-Auto-Attack oder sowas gemacht. Ich wollte nur einen Auto-Attack machen, aber dann, ne? So wie die Situation es halt wollte. So, das Matchup, Leute. Sie ist aus Papier, offensichtlich. Also ich weiß nicht, hat sie überhaupt Rüstung? Sie ist gigamäßig aus Papier. Komm, wir sind ein cooler Spieler, Leute. Wir kaufen sogar noch ein Control Ward. Sie ist aus Papiermaterial, wahrscheinlich recyceltes Altpapier. Sie hat sogar Rüstung. Deswegen, also man hat natürlich die Möglichkeit, Tiamat zu gehen. Dann könnten wir roamen, aber ich glaube, ich kann sie nochmal locker killen. Vor allem ab Level 6. Deswegen habe ich mir hier den guten Dirk gegönnt. Man muss natürlich berücksichtigen, dass wir... dass sie jetzt noch Ignite hat und wir nicht. Ja, das müssen wir ein bisschen berücksichtigen. Ich würde aber trotzdem so einen kleinen Trade würde ich eingehen, wenn sie kommt. Sagen wir mal. Aber guck mal, jetzt habe ich habe meinen Gegner jetzt gekillt ohne Scorch. Das heißt, es ist im Prinzip ein Giga-Win-Win. Ich habe einen Kill bekommen und habe eine Scale, eine Rune. Klar, das geht halt nicht immer. Aber manchmal. Zack, hier kann man auch zwischendurch einfach mal so Q-Auto-Tech, ne? Das ist ganz wichtig. Ihr müsst nicht immer eine Folge stacken. Ihr könnt auch so zwischendurch mal eine Q reindrücken. Ne, dann könnt ihr auch einfach mal so machen und dann procken wir die Blutung aus und zack. Ist sie halb about to be dying to be dead. Not too bad. Wir werden auch vor ihr Level 6. Das ist ziemlich cool. Dann, das heißt, wir können sie eventuell töten, obwohl sie Ignite hat. So, wir müssen aber nicht übertreiben gerade. Ja, das heißt, was wir jetzt machen könnten ist, da kommt ein Gank. Wir springen sie an und drücken W. Dann wird sie geslowt und dann stirbt sie einfach. Und dann machen wir Auto-Attack und dann kriegt Draven leider den Kill. Mache ich jetzt keine Phase draus. Wäre natürlich mein Free-Kill geworden. Das Gute ist, wir haben hier einen Gegner, den wir jetzt komplett krass bestrafen können. Und da ist Talon sehr, sehr gut drin. Ne, wenn jemand schlechter ist als ich, was die Qiyana offensichtlich ist... Ich meine, das ist bei vielen Gegnern, dass sie schlechter sind als ich. Und das ist jetzt... Dafür muss man sich jetzt auch nicht schämen oder so, ne? Das ist halt so, ne? Ich bin natürlich auch bescheidener Mensch, aber... Ja, wenn ich Talon spiele, dann... Sorry! Oh, die ist aus Papier. Die ist Level 4, Leute. Aber ich denke, wir gehen mal eben shoppen.
Weil, ja, das haben einige natürlich schon geschrieben. Counter-Shop ist immer ganz wichtig. Na, wenn ich jetzt nicht shoppen gehe, dann ist gleich hier Kiana da und ich bin immer noch mit Half-Life und 800 Gold hier. Deswegen, sie geht kaufen, also gezwungenerweise kaufen, wir gehen kaufen. Wir gehen jetzt wahrscheinlich Tiamat. Ich werde wahrscheinlich keine Mobility Boots mehr kaufen. Irgendwie, keine Ahnung, seit ich Mobility Boots auf Talon spiele, gehe ich, sterbe ich einfach. Zack ich auf Talon. Ich glaube, das liegt daran, dass, ich sonst immer mit Nimbus spiele. Also wir könnten jetzt nochmal Kiana töten, von hinten eventuell. Ich glaube, das machen wir. Einmal können wir sie noch töten und dann töten wir Botlane. Hat sie ihr Vision? Nee, wir warten, bis sie im Turm geht und sich für die Platte. Klar, wir verlieren ein paar Minions, aber manchmal muss man auch geben, um zu nehmen, Leute. Oder hat sie hier wirklich Vision? Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Was ist das für eine Logik? Oder wo geht sie jetzt? Warden? Was ist hier los? Okay, dann machen wir eine Planänderung. Wir könnten natürlich auch einen Quick Round Bot machen, weil sie, Tristana ist ein Smurf anscheinend. Und was ist ein Smurf, wenn er tot ist? Richtig, Tilted. Deswegen müssen wir jetzt Gas geben. Allerdings, ja, die brauchen noch ein bisschen da. Zilin hat keine Ultimate. Das ist, wie gesagt, sehr, sehr gut. Wir können sie dann zwar töten, aber es 0-2 ist nicht wichtig. Tristana ist hier der volle Fokus. So, jetzt müssen wir Abfahrt machen, Leute. Irgendwie. Okay, sie ist auf jeden Fall tot. Den können wir vielleicht auch noch töten. Auto-Tag. Ja, perfekt. Perfekt. Cut. Man muss ehrlich sagen, es hat mich sehr, sehr viel gekostet, Leute, dieser Roam. Weil wir haben, glaube ich, keinen Kill bekommen. Und wir haben in der Mitte 20 Minion-Waves abgegeben. Wir sind CS-technisch deutlich drunter, obwohl ich die Lane hart gewonnen habe. Aber ich denke, das war eine Investition. Denn... Okay, das ist ein bisschen räudig jetzt. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ja, okay, das war... Ja, also... Das muss jetzt, diese Investition muss sich jetzt wirklich lohnen. Auf die Ultimate, die ist ja voll stark gegen mich, Alter. Na, da sieht man einfach, ich habe gar keine Erfahrung gegen Kiana. Unsere Miss Fortune ist jetzt 3-1, hat deutlich mehr CS. Sie haben Platten deutlich bekommen auf der Botlane. Das muss sich jetzt lohnen, Leute. Das muss sich richtig, richtig lohnen. Das Gute ist natürlich, sie ist jetzt Geld wert. Beziehungsweise gleich wieder nicht. Ein Q reicht aber nicht. Er muss schon und er hat kein Mana mehr. Ja, okay, sie ist Geld wert. Bitte jetzt nicht sterben, und das ist wichtig. This is about to be wichtig. Ja, deswegen, Leute, investiert am liebsten in euch selber und statt in andere. Ich weiß aber auch nicht, warum der Swain so weit weg stand. Der hätte... Ne, das hat die Miss Fortune, glaube ich, auch gepinkt. Der hätte da... Naja. Gut, aber ich bin natürlich Entfesselungskünstler. Ich werde aus jeder Situation eine Entfesselung zaubern. Wir haben Ultimate. Tristana geht back. Platten sind da. Ich würde sagen, wir pushen eine rein. Kiana können wir töten. Also, ja, glaube ich. Denke ich schon. Also, müssen wir halt mal gucken, wie es so läuft. Wie gesagt, ich habe keine Erfahrung, was das Matchup angeht, aber ich denke mal, dass das funktioniert. Sollen wir uns hier eine Platte nehmen? Ich würde sagen, nein. Wie sieht es oben aus? Geht so. Das Beste, was wir machen können, ist Elise töten. Hier, vielleicht. Zu spät geultet. Zu spät geultet. Shit. Okay, jetzt zum Beispiel gerade wollte ich für die Full Damage Combo gehen. Ah, warum? 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 Und was für ein Flash? Warum geht der da wieder rein? Och, shit. Okay, aber gut. Es ist, wie es ist, Leute. Das ist auch, es ist, wie es ist. Wir machen jetzt erstmal Tiamat. Harte Runde. Sehr, sehr hart. Aber ich sehe mich. Ich sehe mich. Ist natürlich schade, dass dieser Jarvan den einen Kill hier bekommen hätte. Mit dem hätte ich halt noch mehr snowballen können, ne? Jetzt ist Kiana auf der Botlane. Richtiger Teufelskreis. Richtiger Teufelskreis. Heilige, heilige, heilige. Das Game entglitscht mir gerade. So ein bisschen. Ist nicht schön. Das Beste, was wir jetzt gerade machen können, ist für ein paar Platten zu gehen. Wir haben ja Tiamat gekauft. Zilean Ultimate ist raus. Wir können gleich vielleicht Botlane was machen, aber... Eieieiei. Ganz heißes Pflaster, Leute. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Ja. Okay, wir können die Kiana schon töten, oder? Die Elise. Bei Elise müssen wir aufpassen, dass sie einmal... Ja, was machen wir? Wir töten Elise beim Blues, glaube ich, eine coole Idee. Machen wir erstmal das. Ich glaube, das ist die beste Idee gerade. Weil dann kriegen wir einen Blue Buff und einen Kill.
Oder geht sie gerade shoppen? Nee, gut. So, das heißt, wir warten noch ein bisschen. Guten Tag. Einmal bitte dein Leben. So, schön. Blubuff bekommen. Habe ich den Blubuff gekillt? Oder hat ich meine, ich habe ihn auf jeden Fall. Aber wäre cool, wenn ich natürlich auch noch die XP bekommen hätte. Jetzt haben wir natürlich kurz keine Ultimate. Und ich gebe sehr, sehr viele Minions weg. Muss ich in diesem Game zugeben. Aber, ja, es ist immer, ne? Es ist ein Geben und Geben, Leute. Also, so ein Ward hier hin. Dann pushen wir nochmal ganz schnell mit unserem Tiamat hier durch. Wir müssen auf jeden Fall Botlane helfen, weil die Tristana ist so dieses Break or Make, oder wie man so sagt, so schön, ne? Dieses, sie wird das Game quasi entscheiden. Zilean, Tristana. Deswegen müssen wir alles in Zilean rein, beziehungsweise in Tristana reinwerfen. Haben gerade keine Ultimate. Deswegen können wir auch gerne. Und hier, ne? Mit Tiamat ist das halt richtig schön. Kann man schön saftig hier die Minions wegpushen. Guck mal hier. Oh, lecker, 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 lecker. Da ist irgendwas. Da ist die Qiyana. Die Qiyana können wir natürlich holen. Oh, guck mal, lecker. Spinnenragu. Einmal Spinnenragu bitte zum Mitnehmen. Dankeschön. Tschüss. Die ist tot. Bitte, ne, bitte. Danke. So. Wir haben Ultimate können. Oh, ja. Slip. Oh, jetzt muss er sich ulten. Das ist sehr, sehr gut. Oder er stirbt. Oder er stirbt nicht. Ich habe ein bisschen Angst, weil Tristana ist da und ich habe noch keine Ultimate. 5, 4, 3, 2, 2, 3, 2. Kann sein, dass Tristana mich sieht und hier rüberspringt. Tut sie nicht. Ah, gehe ich da unten hin oder nicht? Ne, ich glaube, das lassen wir mal. Wir haben super viel Geld. Lasst uns mal Imp Damage kaufen. Hier. Draktablade ist da. Schuhe brauchen wir gerade nicht so dringend. Wenn wir welche kaufen, also ich gehe jetzt. Wie gesagt, Mobility Boots ist nicht so mein Freund. Was können wir kaufen? Mercurys, Mercurys, Ninjas, Ninjas, also dicke Ninjas, ganz dicke Ninjas hier. Zweimal ganz dick Ninjas, zweimal in ganz dünn Mercurys. Swiftness geht immer, habe ich auch sehr lange gespielt, aber ich glaube, Ninjas ist hier der Way to go. So, wir pushen nochmal durch. Und Roman. Da wird gepinkt, was heißt das? Ist hier Danger oder was? Oder will er mir den geben? So, wir gehen direkt Botlane. Ne, wir nehmen, passt auf, wir holen uns, Botlane ist eh vorbei. Wir holen uns eben den Turm. Bevor unser Turm unten kaputt geht. Dann haben wir auch First Blood Tower. So, Tower haben wir geholt. Und jetzt gehen wir Botlane, glaube ich schon. Da ist gerade sehr viel Material raus und da gehen wir jetzt hin. Wir haben Ultimate, wir sind nur sehr langsam, ist das Problem. Ich bin aber unterwegs, Sir. Ist Elise hier gerade am Drake? Kann sein, ist sie aber nicht. Ich bin unterwegs, Sir. Sir von und Sir zu. Zabidi, 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 babidi, bu. Guten Tag, einmal bitte die Yordle-Karten, wenn es geht. Dankeschön. So, das ist jetzt ein bisschen schlecht, glaube ich. Wir könnten so machen. Und dann gehen wir so. Und dann machen wir so. Und dann explodieren wir. Also, Qiyana ist doch gestorben. Das ist okay. Ja, zufrieden. Wir sind langsam, Leute. Wir sind langsam. Wir müssen schneller sein. Also, Ninjas oder Swifties? Tryndamere ist 1,5 der Intet. Gegen Easy ist natürlich Swifties. Komm Leute, wir gehen mal, wir etablieren mal wieder die Swifties. Wir gucken uns, ob die uns weiter, ob die uns hin forttragen, weil ich habe ja auch kein Ultimate schneller laufen Flussrenner Rune oder wie die auch immer heißt. Das heißt, es könnte tatsächlich wirklich worth sein. Ist natürlich die Frage, ob ich diese Rune wieder spiele, jetzt wo ich. Also es ist, glaube ich, worth, jetzt wo ich keine Mobility Boots spiele. Vielleicht werde ich es auch wieder spielen. Jeder spielt halt Mobility Boots auf Talon. Man kann sehr, sehr viel roam. Das ist schon cool, aber ich weiß nicht. Ich verliere damit immer nur. Vielleicht waren die Games auch unglücklich. Keine Ahnung. Was ist hier los? Okay, die machen gerade Dragon. Wird aber eben noch durchpushen, natürlich, wie ich das so gerne mache. So, wir haben Ultimate. Wir wollen Tristana töten. Zilean Ult ist raus. Tristana ist noch nicht da. Tristana kommt gleich von hinten. Deswegen fangen wir Tristana ab. This is how you doggy, Leute. This is how you doggy. This is how you doggy. So, Tristana ist alleine unten. Very lecker. Müssen aber ein bisschen aufpassen, weil sie kann uns wegschießen. Wird sie wahrscheinlich direkt machen, ja. Allerdings ist sie tot. Tschüss. Ich habe natürlich die Ultimate jetzt. Na, ich will ja ein paar Sachen ab und zu droppen, die vielleicht helfen. Ich habe die Ultimate jetzt so lange gewartet mit. Oh, hui. Dass ich sie quasi im Busch noch treffe.
Und ich dann einfach unsichtbar in den Busch reinlaufen kann, sie mich nicht mehr angreifen. Ich hatte keine Ward, keine Vision im Busch. So konnte ich sie quasi safe in den Busch hineinlaufen. Hab aber Damage mit der Ult gemacht. Und dann bin ich hingelaufen. Auto-Attack, Ignite und Tiamat. Direkt alles so als Burst rausgedroppt. So, 5-3 ist okay. Ist okay. Trünnermeer ist 4, nicht Trünnermeer, Garen ist 4-1, das ist sehr gut. Bei Trünnermeer ist es ganz wichtig, dass wir unsere Ultimate benutzen, wenn er seine Ultimate benutzt. Das heißt, er kann uns nicht angreifen und dann rennen wir ihn die ganze Zeit hinterher, bis sein Ultimate ausläuft. So, was ist hier Sache? Da hat er seine Flagge hingeworfen, was natürlich ein bisschen dumm ist. Dadurch, aber das hier ist schon wieder gut. Later! Tschüss! Kann ich den haben? Can I has this? Okay, ich bin, okay, nee, ich bin raus. Wobei ich auch wieder drin wäre. Also, nee, eigentlich bin ich wieder drin, so. Kann ich den haben? Ich würde den schon gerne Hasselhoffen. Danke. Ich meine, ich carry das ja, also, ja, jetzt auch 4-2, aber... Ja, gehen wir mal Toplane auf ein Stück Kuchen vorbei. Wie gesagt, ich habe ja alles gesagt, was zu sagen ist damit. Einfach, wir können ihn auch bürsten mit der Drahtbürste. Auto-Check, bruh! Und dann einfach laufen und ein bisschen. Hier immer wichtig, dann oben auf den Dings warten und Feuer. Ne, weil gegen Trünnermeer immer warten, da oben bis das... Nicht einfach so, hey, ja, jetzt, sondern bis das Ding da, seine Ultimate ausläuft. Gucken. Das war manchmal ein bisschen schwierig, wenn viel mit dem Gegner passiert, aber... Oh, Elise, die ist gerade erst gestorben. Also wie geil werden... Oh! Okay, wir haben immerhin die Seelen-Ult ganz schnell bekommen. Das heißt, Tristana hat keine. Ist auch nie schlecht. Allerdings ist da ein bisschen deep. Sehr deep alles, sehr, sehr deep. Tristana hat keinen... Ja, sehr deep, Leute. Also Javan, Leute, der ist ein kompletter Hänger. Keine Ahnung, was der braucht. Der hängt komplett, der Typ. Ja, ich habe keine Ults. Ein bisschen gefährlich, Leute. Stop throw, please. Das überlebt er aber, oder? Du bist Garen. Nice. Was ist das für ein Skin? Ist das der Metallskin? Der sieht voll komisch aus, der Garen. Die sind alle so lau und Seelen hat gerade keine Ult. Ich würde hier sogar noch für einen Kill gehen. Das ist jetzt eigentlich schlecht und ich bin tot. Ja, so schnell geht das. Scheiße, diese Ult von Kian Silien Nana da. Fuck it. Holy. Okay, wir haben Jomus, das gut. Ich sterbe zu oft. Also, was heißt zu oft? Aber ja, das waren... Die beiden Kiana-Tode waren so unnötig. Aber, ja, ich blame das auf die... dass ich nie gegen Kiana spiele. Darauf blame ich es einfach. So, Coffin on Control Ward. Stormtrooper. Okay, was können wir machen, um dieses Game zu beenden? Weil, Zilean ist super krass im Late Game. Deren Team ist nicht gut. Aber Zilean, Tristan, die können im Late Game schon, ne? Zilean ist immer eklig im Late Game. Ist wie ein GA einfach. Alle 20 Sekunden oder so. Botlane steht noch ein Turm, den wollen wir haben. Und wir könnten für Baron gehen. Das heißt, guys, I split Bot. When they come, you can do Baron. Ist ein bisschen früh, wenn wir ehrlich sind. Ich weiß nicht, ob wir genug Schaden haben für so einen frühen Baron. Möglicherweise schon. Da kommt eine Tristana. Die wird aber jetzt nicht weiter pushen. Deswegen pushen wir direkt gegen, so hart es geht. Ich könnte die Flash eine Zerstörschneise machen. Heide! Aber jetzt eigentlich könnten sie schon so... Ah, dieser Celeon, Alter. Richtiger, nerviger Hungerlord. Aber hier ist eine Elite. Guten Tag. Einmal bitte die Standardkarten. Tschüss. Ah! Diese Frau! Frau Sora Destiny. Zilean hat keine Ult. Das ist gut. Okay, die Ult war in von ihr. Diese Frau, sie nervt so sehr. Kann die aufhören mit dem Scheiß? Könnt ihr die töten, bitte? Die ist noch hier. Da. Tötet sie. Ah, oh, jetzt kommt er noch weg. Ich bin ein Weg, Talon. Ein Weg, Talon. Hätten mir Ninja Tabis geholfen? Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Kacke. So, ich brauche auf jeden Fall das Ding hier. Dadurch, dass das Raktarblade das jetzt nicht mehr macht, müssen wir das machen. Den Job übernehmen. Garen Press Top. Okay, Inferno kommt. Sehr gut. Das ist der zweite Drache. Den nehmen wir natürlich an. Elise ist aber auch unterwegs, aber Drache ist unser. Sehr gut, so. Ich würde sagen, ich push wieder Botlane durch. Oh, mit der habe ich nur eine Rechnung offen. Ich denke, dass sie denkt, dass ich denke, dass ich da rein denke. Aber ich denke da gar nicht rein. Ich gehe jetzt hier runter. Und jetzt kommt sie gleich. Da ist sie. Richtig gedacht.
Und jetzt denken wir uns hier rüber. Es könnte sein, dass sie denkt, dass ich das denke, dass ich jetzt hier rüber denke, aber... Denkt sie das? Ja, das denkt sie. Ja, egal. Die töten wir aber noch, Leute. Das Problem ist immer, dass ich nichts ready habe, wenn sie mich fightet. Diesmal haben wir aber was ready, wenn sie uns fightet. Da ist ein Ward, aber das läuft gleich aus. Kein Bock drauf. So, wir tun jetzt so, als würden wir erstmal in die Mitte gehen und gehen dann in die Mitte. Gehen aber nicht ganz in die Mitte, sondern wir gehen hier hin. Und gleich kommt Qiyana eventuell hier lang. Vielleicht. Wahrscheinlich nicht. Aber es besteht eine Chance. Wobei, mich hat irgendwas getroffen. Kacke, was war das? Da ist sie. Ups. Ja, Leute, könnt ihr aufhören zu inten oder ist das nicht drin? So, jetzt wieder Ultimate. Wir haben sie getroffen, allerdings ist sie einfach tagelang unsichtbar. Fucking hell. Das ist überhaupt nicht gut. Ja, was machen wir jetzt? Scheiße. Das Beste, was ich jetzt machen kann, ist Botlane pushen. Oder Toplane für den Inhib, aber Garen, Trundemir ist noch da. Raus, 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 raus. Das Problem ist, ich bin mir nicht ganz sicher, aber unser Jarvan ist ein richtiger Hänger. Ich hab's nicht gesehen, aber so wie er bisher gespielt hat, könnte ich mir das schon vorstellen. Oh, wir machen jetzt die fliegende Q-Tiamat-Kanone. Auto-Tag einfach. Ist auch okay. So. Ja, ich brauche auf jeden Fall mehr Cooldown-Reduktion für mehr Ultimates. Das wäre richtig geil. Elise. Ich glaube, wir bleiben einfach hier. How to assassinate very fast. Irgendwer will jetzt Botlane gleich farmen. Und den töten wir. Könnte sein, dass es Tristana ist und die töten wir einfach richtig schnell. Very fast. Very fast. Oder Mitte, ist egal. Wir bleiben einfach hier, wie so ein Polizist, der erwartet, dass jemand zu schnell fährt. Da ist Tristana, links sind die Wände rot. Aber können wir sie ganz schnell... Komm, wir machen jetzt den ganz... Oh, dieser Hänger, ey! Fucking hell! Get me out! Ja. Dieser Seelen, okay, ich glaube, ich muss wirklich jetzt davon ausgehen. Ich meine, es sind Premates, sie sind einfach nonstop zusammen. Nonstop. Einfach non-fucking-stop. Ich hätte wenigstens den... Der hatte vielleicht sogar keine... Oh, okay, na gut. Immerhin das. Shit. Und wir müssen jetzt Black Cleaver als nächstes erstmal kaufen, damit wir mehr CDR haben. Das ist echt... Am besten sogar so, dass wir erstmal den HP-Stein kaufen. Zack, so. Das ist richtig angenehm, wenn man alle 30 Sekunden oder so ulten kann. Wir haben jetzt 42 Sekunden. Sehr gut. Ah, dieser Zilean. Zilean ist, meine ich, ist auch schon ein Hardcounter für mich so ein bisschen, aber oh, richtig nerviger Typ, ey. Richtig nerviger Typ. Richtig nerviger Typ. So, wir machen jetzt erstmal eine Rechnung dann mit Qiyana. Wenn Qiyana tot ist, ist sie tot. Und sie ist sehr tot jetzt. Sehr, sehr tot. Sehr gut. So. Weiter im Text. Pushen. Toplane pushen wäre auch cool. Ich meine, es ist schon gut, dass ich so krass auf Tristana fokusse, weil das sonst keiner macht in meinem Team. Und ich auch oft die Seelenult bekomme dann. Die ist dann ja wenigstens raus meistens. Und mein Team kann dann fighten und kein Seelenult mehr da. Aber deswegen zack ich halt so hart rein, weil die halt super hart zu killen sind, die beiden. Ahem. Da ist Tristana. Das heißt, Zilean ist auch wieder hier. Deswegen machen wir jetzt direkt Ult und sind einfach raus. Guten Tag. Tschüss. Gute Ult, guter Sprung, Tristana. Da sind wir einfach raus und Ultimate hat jetzt wenig Cooldown. Passt. Tschüss. So, wir holen uns Blue Buff. Und 1850 Gold brauchen wir. Kacke. Kann ich den haben? Ich ping mal. Drache kommt auch gleich Erde. Ich habe leider wenig Leben. Ich sollte vielleicht nochmal im Shoppen gehen. Das wäre nicht verkehrt, weil der Drache kommt jetzt gleich. Ich bin sehr schnell. Ich würde echt nochmal shoppen gehen. Ich bin relativ schnell. Dann können wir uns noch ein bisschen Items kaufen. Und dann bin ich unterwegs. Ich bin Flotti Karotti. Tunnel mehr habe ich gar nichts gesehen. Der ist 1,9, der Typ. Der ist einfach 1,9. Oh Mann, die Qiyana, ey, ohne Witz, die hätte ich so hart abfarmen können in diesem Game.
so gigahart. Aber ich habe halt geroamt, was auch okay war und wichtig. Aber die Kiana, hätten wir nur 1 gegen 1 gespielt, hätte ich die gigamäßig abgefarmt in der Mitte. Also gigamäßig. 140 Gold ist actually viel für so ein 1-10 Minion. So, wir gehen jetzt, wir warten jetzt, bis Seelen Ult raus ist, Leute. Mein Team engaged. Hoffentlich. Dann kommt irgendwie Seelen Ult auf irgendwen, mein Team fightet und dann komme ich. Erst dann. Oder auch nicht. Schade. Ah. Okay, aber das ist weg. So, sie hat jetzt da wahrscheinlich neu reingewardet. Mich würde ja interessieren, was die Tristana für eine Winrate hat. Kann ich das eben schnell nachgucken? Vielleicht. So, gucken wir mal. 93% Winrate hat die Botlane, die Gegner schon, bei 40 Games. Bei 30 bis 40 Games. 93, also sind wirklich harte Smurfs. Oh ja, perfekt. Geh doch drauf, Brudi. Ja, okay, 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 okay. Ah! Okay. Zillion! Fuck this Zillion. Und mir fehlen noch 150 Gold. Zillion ist mein Kryptonit. Anscheinend. Offiziell. Offensichtlich. 93% Winrate. Das wäre natürlich super schön, wenn die jetzt gegen uns verlieren. Das wäre richtig lecker. Ich muss weniger hinten. Ich habe 7 Tode. Das ist echt zu viel. Das ist echt zu viel. Okay, 100 Gold, 100 Gold. Am besten mache ich eben die Wölfe. Die Wolfies. Ich muss aber, ich glaube, das ist der Grund, warum ich so schlecht spiele. Ich muss auf Toilette. Wenn ich auf Toilette muss, dann bin ich ungeduldig und nicht konzentriert und hibbelig und alles. Das ist der Grund, Leute. Ich bin unschuldig. Ich bin wirklich unschuldig. Okay, ich muss schnell zum Team. Scheiß auf, hier Wölfe. Ich glaube, die wissen auch nicht, dass wir Baron machen, weil ich hier gerade in der Mitte farm. Das sieht so aus. Ja, hä? Der ist ja in der Mitte. Ah, da kommt gerade Elise. So, bin unterwegs. Don't die together. Was ist das jetzt hier für ein Scheiß? Komm mal. Ich hol den Baron, weil ich einfach der Baron-Lord bin. Zack. So. Immerhin das haben wir gemacht. So, jetzt holen wir uns noch den Blue Buff. Dann holen wir uns Black Cleaver. Und dann sagen wir schön, schön, schön. Zack. Baron ist leider tot, ist nicht so gut. Nice Backup. Keep doing your blue. I just ulted. No ult, no Talon. No ult, no Talon. Das ist die Regel, Leute. So. Midlane wird gefightet, wir haben ult. Das heißt, ult gleich Talon. Ich meine, der Garen hat auch überhaupt nichts zu suchen. Also, wer stirbt, hat verdient zu sterben. Kann man auch so sagen. Stirb! Danke! Ja, war gut! War gut, ich weiß, ja, war gut. Jetzt muss ich nur gucken. Wir haben Ocean Drake. Ich heile mich ein bisschen. Ich glaube, ich gehe Botlane in der Zeit, wo ich mich heile. No ult, no Talon. Das ist das System. Oh, Red Buff. Red Buff heilt richtig lecker. So, wir haben allerdings, guckt euch das an, Leute, 15. Das heißt, wir haben gleich wieder Ult. Ja, das hat 36 Sekunden Cooldown. Mega gut. Mega gut. Und wir heilen uns jetzt wie so ein Turbolord. 8, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, cool. Wir können hier so hinter so einer Wand und da drüber jumpen, wenn jemand greedy wird. Der da zum Beispiel. Hirde! Hirde, Hirde, Hirde. Das ist einfach so ein Noob-Faktor. Du bist ein Noob, du bist out of position, aber du überlebst trotzdem. So ein richtiger Noob-Saver. Kack das Game. Aber ist okay. Hat ja keinen Cooldown. Hat halt genau viel Cooldown wie seine Ult. Gut, da oben ist Tryndamere. Fuck this guy, man. So, wir kaufen uns jetzt Edge of Night, würde ich sagen. Oder? Denke schon. Bis wir da oben. Wie haut er den Turm um? Ja. Wie haut er den Turm um? Antwort ist ja. So, 5, 4, 3, 2, 1. Den jagen wir. Ich bin nämlich vom Beruf Jahrgangsjager. Tschüss. Hat der keine Ult oder ist er einfach explodiert? So, gut, der ist tot. Drache kommt gleich. Das wäre die Seele.
Ich glaube, wir pushen einfach mal kurz Toplane richtig hart rein. Klar, auf der Toplane ist nichts mehr, aber da ist ein Nexus, Leute. Und jetzt pushen wir zum Team runter. Und jetzt machen wir auch noch die Nachhutzerstörung. Hier kommen jetzt Leute, oh nein, wir müssen fliehen, wir müssen fliehen. Und dann kommt ich da an. Oh nein, wir müssen fliehen, wir müssen fliehen. Und dann komme ich da an. Hurra, bläh. Tschüss. Sehr, sehr, sehr löblich. Schön. Und gewonnen. 93%. My ass. Smurfs Kick B. Hahaha. Nee, wir können ja mal gucken, was wir so an Punkte getten, Leute. Schön, was wir getten so. Lass mal gucken. Wen honoren wir? Ja, Garen war schon. Aber er hat mich kurz. Aber er war schon gut. Ja, Garen war schon gut. War ein guter. Wow, plus 24. Wow, meine ER ist einfach. Guck, Leute, habt ihr das gesehen? Ich bin direkt auf Platin 3 aufgestiegen. Pock. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf Wiedersehen. Plus 24. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Later. Miau.